So the practices of our faith, also die Praktiken unseres Glaubens, is based on this wisdom. Ist fundiert auf dieser Weisheit. What are the practices of our faith? Was sind die Praktiken unseres Glaubens? Prayer. Gebet. Prayer is based on that wisdom. Gebet wird auf dieser Weisheit gebaut. You don't pray to become. Du betest nicht, um etwas zu sein. You pray because you're blessed. Du betest, weil du schon gesegnet bist. Number two, als zweites, giving. Das Geben. Now, I'm talking about the practical things of our faith. Ich rede über die praktischen Dinge unseres Glaubens. You don't give because God becomes an automat that will release to you more. Also du gibst nicht, weil du hoffst, okay, wenn ich gebe, dann wird Gott mir mehr geben. So nach dem Motto, Gott ist ein Casino. No. Nein. You give because you're blessed. Nein, du gibst, weil du gesegnet bist. And because you're blessed, und weil du gesegnet you bist, will be blessed. Dann erlebst du noch mehr Segen. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So this is, you know, this is the wisdom with which we practice our faith. Und das ist die Weisheit, womit wir die Praktiken unseres Glaubens ausüben. You worship. Ja, du betest an. Because God has brought you into a place of oneness with Him. Weil Gott dich mit sich selbst wirklich eins gemacht hat. Amen. Amen. You know, I disturb my choir people, you know, for some time. You know, bring certain songs and say, Pastor doesn't like. You know, when they bring a song, you say, does Pastor like this? Amen. Because we have to adjust our worship unto God. These are the days of Elijah. Wonderful. Are we in the days of Elijah? Das muss ich so sagen, wie Pastor das gesagt hat. Also Pastor stört das Chor, und zwar, warum? Damit wir also in der Praktik bzw. in der Ausübung unserer Anbetung wirklich entsprechend unserem Glauben sind. Deshalb ist es so, dass man öfters mal zu ihm kommt und fragt, naja, passt dieses Lied oder passt es? Zum Beispiel dieses berühmte Lied. Also das sind die Tagen Elias. Wirklich? Sind das wirklich die Tagen Elias? Auf keinen Fall. Das sind die Tagen Amen. Der Söhne. Halleluja. Amen. Thank you, Father. Danke, Vater. Glory be to God. Ehre sei Gott. We evangelize. Also wir missionieren, also wir evangelisieren. Because God has reconciled the whole world to himself. Also weil Gott die ganze Welt mit sich selbst versöhnt we hat. Tell them of their reconciliation. Nämlich wir sagen den Menschen von dieser Versöhnung. We don't send them to hell. Ja, also wir gehen nicht hin und sagen, du wanderst in die Hölle, wenn du nicht Buße tust. Das machen Amen. Wir nicht. Nein. Halleluja. Halleluja. So whatever we are practicing, was auch immer wir an Praktiken ausüben, is based on this wisdom. Es ist auf dieser Weisheit fundiert. We fellowship together. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Because we are brothers and sisters of the same bosom. Denn warum? Wir sind Brüder und Schwestern aus demselben Schoß. I see Christ in you. Ich sehe Christus in dir. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. We are the same. Wir sind dieselben. We are one in him. Wir sind eins in ihm. That is the reason we gather together. Das ist der Grund, warum wir uns versammeln. This is the wisdom on which we build. Also auf diese Weisheit bauen wir. Glory be to God. Ehre sei Gott. When we fast. Wenn wir fasten. We are fasting because we want to come into the awareness of that which God has made us to be and given to us. Wir möchten durch Fasten wirklich in diesem Bewusstsein, in dieser Wahrnehmung dessen, was Gott uns gemacht hat und was er uns gegeben hat. Amen. Amen. The wisdom of God. Die Weisheit Gottes. Glory be to God. Ehre sei Gott. James said, Jakobus sagte, the wisdom that is above, nämlich die Weisheit, die aus dem Himmel kommt. James 3:17. Ja, das ist Jakobus 3:17. It says first is pure. Als erstes ist diese Weisheit rein and peaceable. Und auch friedlich. What we do, was wir tun also, is based on who we are. Ist aufgrund dessen, wer wir sind, fundiert. Amen. Amen. So we are not doing what we need to do. Wir tun nicht das, was wir zu tun brauchen, in order for us to become someone. Damit wir irgendjemand werden. In order for us to receive something. Damit wir irgendetwas empfangen. That is the wisdom of Babel. Denn genau das ist die Weisheit Babels, die that Weisheit vom Durcheinander. The wisdom of confusion. Ja, die Weisheit vom Durcheinander. Glory be to God. Ehre sei Gott. So when the church begins to wake up to this truth, wenn die Gemeinde zu dieser Wahrheit wach wird, our home will be beautified. Unser Zuhause wird schön sein. Glory be to God. Ehre sei Gott. So we will not relate to one another. Dann gehen wir miteinander nicht um. Based on what we can receive from them. Aufgrund dessen, was wir von dem anderen bekommen können.
We relate, sondern wir gehen miteinander um, because of what we can give. Und zwar aufgrund dessen, was wir geben können. Glory to God. Ehre sei Gott. Amen. So when we walk with this understanding, wenn wir mit diesem Verständnis wandeln, we walk with healing, dann wandeln wir mit Heilung and restoration. Und Wiederherstellung.